Erst kürzlich hat die EU entschieden, dass ab 2035 keine Pkw mehr mit Verbrennermotoren zugelassen werden dürfen. Das ging ja damals groß durch die Presse. Das gilt, und das sage ich jetzt nochmal extra dazu, nur für Pkw, nicht aber für Lkw. Für sogenannte schwere Nutzfahrzeuge gilt ein anderes Ziel. So hat die EU-Kommission gerade aktuell vorgeschlagen, dass der CO2-Ausstoß von Lkw bis 2040 um 90% gesenkt werden soll. Ein ambitioniertes Ziel. Grund genug für immer mehr Fahrzeughersteller, auch aufgrund der Nachfrage aus der Industrie und aus dem Transportsektor, auf alternative Antriebe umzustellen. Daher möchte ich mit euch heute besprechen, welche Antriebe es gibt, wie diese grob funktionieren und was sich vermutlich in der Zukunft durchsetzen wird. All das besprechen wir wie immer in diesem Video. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem YouTube-Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst Götze und ich darf euch heute einmal mehr durch das Video führen, denn, und da freue ich mich drauf, wir sprechen heute über die Alternativen zum Dieselmotor. Bevor wir doch in die Materie einsteigen, möchte ich kurz über die Problemstellung sprechen. Jeder weiß, dass es grundsätzlich ein globales Ziel ist, die CO2-Emissionen möglichst schnell und nachhaltig zu senken. Fairerweise muss man sagen, dass das Ziel für die einen sicherlich aktuell wichtiger ist als für die anderen auf der Welt, aber das soll gar nicht Thema dieses Videos sein. Lkw mit Dieselmotoren stoßen laut dem Statistischen Bundesamt ca. 10% der globalen CO2-Emissionen aus, wo sicherlich noch Potenzial zur Einsparung liegt. In Europa beträgt der Anteil, den Lastkraftwagen, Reisebusse und Busse am gesamten CO2-Ausstoß haben, in etwa 6%, also deutlich weniger als im weltweiten Vergleich. Das liegt sicherlich an unseren hohen Umweltstandards, aber dennoch gibt es natürlich Luft nach oben. Aus diesem Grund sind Nutzfahrzeughersteller wegen der Nachfrage von Industrie- und Transportunternehmen jedenfalls dabei, Alternativen zum Diesel zu finden. Und da, das muss man sagen, tut sich auch mittlerweile etwas. Denn neben dem mittlerweile recht bekannten Erdgas, also LNG, gibt es natürlich noch die Elektromotoren und die können theoretisch mit einem Akku oder einer Wasserstoffbrennstoffzelle angetrieben werden und auf diese drei alternativen Antriebe möchte ich heute genauer eingehen. Starten möchte ich mit dem LNG-Lkw. LNG bedeutet Liquefied Natural Gas, also zu Deutsch verflüssigtes Erdgas. Es handelt sich dabei also grundsätzlich um herkömmliches Erdgas, wie wir es alle kennen. Das Problem beim Erdgas ist nur, dass es im gasförmigen Zustand sehr viel Raum einnimmt. Wenn wir also einen Tank mit Erdgas füllen, dann würde der Lkw vermutlich nur ein paar Kilometer fahren können und müsste dann wieder Gas nachfüllen. Das macht so natürlich keinen Sinn. Es gibt aber einen Trick, denn wenn man es schafft, dieses Gas auf minus 161 Grad herunterzukühlen, dann wird aus dem Gas eine Flüssigkeit. Eine minus 161 Grad kalte Flüssigkeit. Und der Vorteil dieser Flüssigkeit, sie ist nun ca. 600-fach stärker komprimiert als im gasförmigen Zustand. Das bedeutet, wenn das Erdgas durch die starke Kühlung verflüssigt wird, dann passt die sechsfache Menge in unserem Tank. Um das Ganze mal etwas griffiger zu machen, wenn man all das Erdgas, das sich in diesem 600 Liter IBC befindet, verflüssigt, passt es in diese 1 Liter Flasche. Eine Menge Energie auf einem kleinen Raum. Wie aber bekommt man das Gas auf so eine niedrige Temperatur? Das ist gar nicht so einfach, denn bevor das Erdgas heruntergekühlt werden kann, wird es zunächst gereinigt, sodass es zu 98% aus Methan besteht. Anschließend kann es heruntergekühlt werden. Jetzt muss man wissen, dass man dieses Gas nicht einfach so in einen Gefrierschrank packen kann und es damit auf minus 161 Grad herunterkühlt. So einen Gefrierschrank gibt es nämlich nicht. Stattdessen macht man sich eine Eigenschaft des Gases zunutze. Denn es ist so, dass sich das Gas grundsätzlich immer erhitzt, wenn man es zusammenpresst und es sich abkühlt, wenn es sich ausdehnt. Was also gemacht wird, ist folgendes. Zunächst wird das Gas zusammengepresst und bereits komprimiert. Dadurch erhitzt sich das Gas.
Nun wird das Gas unter starkem Druck abgekühlt. Wenn es abgekühlt ist, lässt man es sich wieder ausdehnen und dadurch wird es noch kälter, viel kälter. Diesen Vorgang wiederholt man einige Male, bis sich das Erdgas verflüssigt. Wie gesagt, in dieser flüssigen Form verbraucht es deutlich weniger Raum und kann daher auch in einem davor gesehenen LNG-Tank gelagert werden. Und bevor die Frage kommt, ja genau, getankt wird das LNG auch in flüssiger Form bei minus 160 Grad. Beim Tankvorgang ist daher eine Schutzausrüstung zu tragen. Bevor jetzt das Gas für den Antrieb verbrannt wird und dadurch die Energie gewonnen wird, hebt eine im Tank verbaute Hydraulikpumpe den Druck an und bringt das LNG mit Hilfe eines Motorkühlmittels zum Verdampfen. Beim Verlassen des Tanks wird das Flüssiggas also in Erdgas umgewandelt, das nun unter sehr hohem Druck steht, damit es sich nicht schlagartig ausdehnt. Wir reden hier von ca. 300 Bar. Das hochkonzentrierte Erdgas wird nun zum Motor befördert und kann nun dort verbrannt werden. Kurze Info an der Stelle, ich habe den hier beschriebenen Prozess stark vereinfacht, da die meisten unter uns wohl keine Ingenieure und Physiker sind. Ich glaube, die Illustration reicht aber, um ein grundlegendes Verständnis davon zu bekommen, wie das LNG in der Praxis eingesetzt wird. LNG ist derzeit der einzige Energielieferant, der bereits heute als Konkurrent zum Diesel gesehen werden kann. Dank der stark komprimierten Energie schafft ein LNG-LKW heute Reichweiten von ca. 1500 km und braucht sich daher vor dieselbetriebenen Motoren nicht zu verstecken. Die Anschaffungskosten eines LNG-LKW sind deutlich teurer. Mit einer gewissen Laufzeit und staatlichen Förderung kann sich eine solche Anschaffung jedoch über Jahre gesehen rechnen. Bis Ende 2023 sind LNG-LKW beispielsweise auch von der Maut befreit. Ob sich eine Anschaffung bei den derzeitigen Gaspreisen lohnt oder nicht, bleibt eine individuelle Betrachtung. Es wird jedoch vermutlich schwierig werden. Und nun kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wie viele Schadstoffe lassen sich denn durch den Einsatz von LNG-LKW einsparen? Hier sind Experten zum Teil sehr unterschiedlicher Meinung. Ich habe mir mal eine Studie der Technischen Universität Graz angeschaut und diese kommt zu dem Ergebnis, dass LNG-LKW genauso viel umweltschädliche Stoffe freisetzen wie dieselbetriebene LKW. Diese Studie wurde übrigens von der europäischen Umweltorganisation Transport and Environment in Auftrag gegeben. Gesehen auf einen 20-Jahres-Zeitraum sei LNG laut dieser Studie sogar schlimmer für die Umwelt als der Diesel. Das ist zugegebenermaßen eine sehr kurze Zusammenfassung dieser Studie. Man könnte darüber auch ein eigenes Video nochmal machen. Wer aber mag, kann sich die Studie gerne selbst anschauen. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Wenn man dieser Studie Glauben schenkt, dann ist das eine echte Alternative zum Diesel, die heute verfügbar und praxiserprobt ist, aber keine wirkliche Verbesserung mit Blick auf die Umwelt. Daher lasst uns mal die nächste Antriebsart schauen, den Elektromotor. Spätestens seit Elon Musk mit Tesla gezeigt hat, dass Elektromobilität sehr wohl funktionieren kann, beschäftigen sich Nutzfahrzeughersteller ebenfalls damit. Ein Elektro-LKW, welcher auch oft E-LKW genannt wird, hat einen Elektromotor, der direkt mit elektrischer Energie durch einen Akku versorgt wird. Im LKW selbst findet also kein direkter Verbrennungsprozess wie beispielsweise beim Dieselfahrzeug statt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Fahren mit einem Elektrofahrzeug tatsächlich zunächst einmal keine Emissionen freisetzt. Und ja, natürlich muss man schauen, wie der Strom produziert wurde und unter welchen Bedingungen der Akku hergestellt und schlussendlich auch entsorgt wird. Dennoch entstehen grundsätzlich bei der Fahrt keine Emissionen. Ist der Akku irgendwann leer, muss dieser wieder geladen werden. Das sollte jedem klar sein. Derzeit benötigt das Laden des Akkus noch recht viel Zeit, da nicht wie bei LNG oder Diesel einfach eine Flüssigkeit in einen Tank gekippt wird und dieser dann verbrannt und so Energie erzeugt wird. In der Praxis bedeutet dies, dass das Fahrzeug je nach Ladestation und Akkukapazität zum Teil mehrere Stunden laden muss, bis er voll ist. Einem Logistiker brauche ich jetzt nicht zu erklären, dass so ein Ladevorgang nicht während einer Tour mal ebenso stattfinden kann. Der Fahrer würde sich stundenlang die Beine in den Bauch stehen, anstatt seiner eigentlichen Arbeit nachgehen zu können. Das ist nicht wirklich effizient. Das bedeutet, der LKW müsste nach der Tour, sprich abends oder nachts, geladen werden. Das wiederum schafft die aktuelle Akkugeneration noch nicht, zumindest nicht im Fernverkehr.
Auf der letzten IAA haben Nutzfahrzeughersteller Sattelzugmaschinen vorgestellt, die behaupten, sie hätten eine Reichweite von 500 Kilometern mit nur einer Akkuladung. Solchen Aussagen muss man jedoch, wie immer, mit Vorsicht genießen, denn meistens werden solche Reichweiten unter optimierten Bedingungen erreicht, wie zum Beispiel ohne Ladung, bei einer optimalen Temperatur und vielleicht sogar ohne Luftwiderstand. Mich würde es nicht wundern, wenn in der Praxis vielleicht sogar im Winter aus den 500 Kilometern plötzlich im beladenen Zustand vielleicht so 250 oder 300 Kilometer werden. Und selbst das wäre für heutige Verhältnisse für eine Sattelzugmaschine richtig, richtig viel. Unterm Strich hat der akkubetriebene Elektromotor grundsätzlich viele Vorteile. Dennoch sind diese Fahrzeuge aktuell in der Praxis für den Fernverkehr noch nicht geeignet, aufgrund der noch zu geringen Akkukapazität. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt und wie die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut wird. Im Nahverkehr jedoch wäre der E-Lkw vermutlich bereits für viele eine valide Alternative. Die noch sehr hohen Anschaffungskosten schrecken jedoch noch viele potenzielle Käufer ab. So, und nun bleiben wir gewissermaßen beim Elektromotor, der aber diesmal nicht mit einem Akku mit Energie versorgt wird, sondern mit einer Brennstoffzelle, und das bringt uns zum Thema Wasserstoff. Vielleicht erkläre ich erstmal für alle Nicht-Chemiker, was Wasserstoff eigentlich ist. Wasserstoff ist das kleinste uns bekannte Element im Universum. Entdeckt wurde es im Jahr 1766 von einem Engländer namens Henry Cavendish. Er fand eher zufällig heraus, dass Wasser, also H2O, aus zwei Elementen, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, besteht. Bei uns auf der Erde kommt Wasserstoff fast ausschließlich in gebundener Form, nämlich Wasser, vor. Daher sicherlich auch sein Name Wasserstoff. Dieser kann durch die sogenannte Elektrolyse gewonnen werden. Bei der Elektrolyse wird, vereinfacht gesagt, Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Näher möchte ich darauf ehrlich gesagt auch jetzt nicht eingehen, denn wir haben hier nicht Chemie als vorrangiges Thema, sondern die Logistik. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass grundsätzlich erstmal Energie benötigt wird, um Wasserstoff herzustellen. Lasst euch bitte auch nicht vom Namen Wasserstoff in die Irre führen. Wasserstoff ist unter Umgebungsbedingungen gasförmig und nicht flüssig. Wie kann dieser Wasserstoff aber jetzt benutzt werden, um damit Energie zu erzeugen? Hier kommt jetzt die eben erwähnte Brennstoffzelle ins Spiel. Ich versuche das mal halbwegs verständlich wiederzugeben. Also, eine Brennstoffzelle muss man sich im Prinzip wie zwei Platten vorstellen, die durch eine Membran getrennt werden. Jetzt ist es so, dass Wasserstoff über den Tank auf der einen Seite hinzugeleitet wird und Sauerstoff durch die Umgebungsluft auf der anderen Seite. Grundsätzlich können die positiv geladenen Teilchen der Wasserstoffatome nun durch die Membran hindurch zu den Sauerstoffteilchen gelangen. Die negativen können das jedoch nicht. Atome wollen aber grundsätzlich das Gleichgewicht der Ladungen erreichen und daher werden nun die negativen Teilchen angezogen. Da sie aber nicht durch die Membran kommen, müssen sie einen konstruierten Umweg gehen und genau durch diesen Fluss entsteht jetzt elektrische Energie und die wiederum treibt den Elektromotor an. Am Ende sammeln sich die Teilchen in dem Bereich und es entsteht Wasser, die einzige Emission bei diesem Vorgang. Und nochmal hier an der Stelle gesagt, das ist eine stark vereinfachte Darstellung, wie der Prozess grundsätzlich funktioniert und soll eher dazu dienen, mal eine grobe Idee zu bekommen, was die Funktionsweise der Wasserstoffbrennstoffzelle angeht. Was sind aber jetzt die Vorteile dieser Technologie? In der Theorie ist Wasserstoff eine saubere Sache, besonders wenn die Energie, die zum Teilen von Wasser und Sauerstoff verwendet wird, aus erneuerbaren Energien kommt. Man spricht in dem Zusammenhang von dem sogenannten grünen Wasserstoff. Wie schlägt sich das Ganze aber jetzt in der Praxis? Laut H2.live, einer Webseite, in der man Wasserstofftankstellen in Europa finden kann, gibt es gerade mal 161 davon in ganz Europa. In Frankreich beispielsweise nur eine Handvoll davon in Paris. Die Betankung mit Wasserstoff geht, anders als beim Akku, innerhalb von wenigen Minuten, dennoch sind das einfach zu wenig Tankstellen, um wirklich verlässlich durch Europa fahren zu können. Auf der anderen Seite ist die Herstellung von Wasserstoff sehr kostenintensiv und das Gas dementsprechend teuer. Ein Kilogramm Wasserstoff kostet aktuell ca. 14 Euro.
Ein 40-Tonner verbraucht in etwa 7 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometern. Das entspricht aufgerundet ca. 100 Euro auf 100 Kilometer. Und nur zur Erinnerung, beim Diesel sind wir bei einem Verbrauch von 30 Liter auf 100 Kilometer, also ca. bei der Hälfte an Kosten. Bei den Anschaffungskosten sieht es nicht viel besser aus. Diese liegen im Vergleich mit dem Dieselmotor noch um ein Vielfaches höher. Alles in allem also viele verdammt gute Argumente für den Verbrenner. Lasst uns nun noch mal einen Blick auf die Reichweite werfen. Die Nutzfahrzeughersteller haben im Jahr 2022 Wasserstoff-Lkw angekündigt, die bis zu 1000 Kilometer Reichweite haben sollen. Aber auch hier wieder die Warnung, dass solche Herstellerangaben immer mit Vorsicht zu genießen sind. Um die Reichweite zu erhöhen, besteht zumindest bei Wasserstoff die Möglichkeit, das Gas wie beim LNG herunterzukühlen, sodass es flüssig wird. Erreicht Wasserstoff eine Temperatur von ca. minus 250 Grad Celsius, wird es flüssig und hätte eine höhere Energiedichte. Ein namhafter Nutzfahrzeughersteller ist dabei, an einem solchen LKW zu arbeiten, der flüssigen Wasserstoff tankt, um die Reichweite noch weiter zu erhöhen. So, und nun, liebe Logistiker, kommen wir zum Fazit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie so schwierig mit einem Fazit getan wie heute. LNG wird sich meiner Meinung nach langfristig nicht durchsetzen. Es war ja sowieso nur als Brückentechnologie geplant, um vorübergehend CO2 einzusparen. Wenn ich mir doch die Studie anschaue, und nochmal, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, dann muss ich aber auch dahinter ein großes Fragezeichen machen. Langfristig haben wir also nur den Elektromotor, der entweder mit der Wasserstoffbrennstoffzelle oder einem Akku angetrieben wird. Beide Technologien haben die eben genannten Vor- und Nachteile. Aber über einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen, und das ist der Wirkungsgrad. Das Fraunhofer-Institut hat sich das mal genauer angeschaut und herausgefunden, dass der Wirkungsgrad von einem, ich nenne es jetzt mal so salopp, Wasserstofffahrzeug bei nur 34% liegt. Denn hier wird ja bereits durch die Herstellung von Wasserstoff durch die Elektrolyse viel Energie verloren, das hatte ich ja eben erklärt. Der Wirkungsgrad von einem E-LKW, also von einem batteriebetriebenen Fahrzeug, sei hingegen doppelt so hoch und liegt damit bei etwa 70%. Und das, liebe Logistiker, ist für mich ein sehr gutes, wenn nicht sogar das beste Argument. Natürlich gibt es noch einige fehlende Voraussetzungen für den flächendeckenden Einsatz von E-LKW. Die Ladeinfrastruktur fehlt in weiten Teilen und die Fahrzeuge sind noch sehr teuer. Wir haben nach jetzigem Stand auch noch nicht genügend Strom für alle Fahrzeuge, und wenn der Strom dann auch noch aus Kohlekraftwerken stammt, mit denen dann schlussendlich die LKW angetrieben werden, da wäre es wahrscheinlich umweltfreundlicher, weiterhin Dieselfahrzeuge zu benutzen. Die Reichweite der Fahrzeuge ist darüber hinaus noch zu gering, um damit ernsthaft konkurrenzfähig im Fernverkehr zu sein. Ich persönlich glaube dennoch, dass sich diese Technologie am Ende durchsetzen wird. Die Akkus werden mit immer mehr Energie gespeist werden können und damit die Reichweite des Fahrzeugs in der Zukunft erhöhen. Die Infrastruktur wird weiter ausgebaut werden müssen, sodass der Fahrer bei einer 45-minütigen Lenkzeitunterbrechung direkt den Akku des LKW laden kann. Warum die Zeit nicht effektiv nutzen, wenn der LKW stehen muss? Als um 1900 das erste Automobil gefahren ist, haben viele Kritiker ebenfalls nur Nachteile gegenüber der Pferdekutsche gesehen. Wo sollen wir so viel Benzin herbekommen? Die Infrastruktur fehlt doch. Was ist, wenn ein Reifen platzt oder der Motor kaputt geht? Ach ja, wir haben außerdem noch gar keine Straßen für die Automobile. Aber dennoch wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist und wie viele Pferde bei uns mittlerweile auf der Straße unterwegs sind. Nun würde mich mal aber interessieren, wie ihr das Ganze seht. Denkt ihr, dass sich der E-LKW oder Wasserstoff durchsetzen wird? Oder haltet ihr beides für utopisch und wir sollten beim Diesel bleiben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die Arbeit mit einem Klick auf den Like-Button unterstützt. Und wenn ihr mögt, lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier auf dem Kanal gibt es regelmäßig neue Inhalte. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt bitte gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.